Und herzlich willkommen zu Folge 109. So, ich war jetzt mal draußen, habe jetzt geschaut, der Liquid Transposer wird jetzt langsam die letzte Energiezelle machen. Das heißt für uns, dann hätten wir schon mal fünf weitere Zellen. Das ist auch gut so, denn ich werde unten jetzt permanent nochmal die wechseln. Das heißt, er wird immer umswitchen zwischen A, B, C, D, keine Ahnung. Also beziehungsweise ich werde einfach nur die austauschen immer. Aber bevor wir das machen, brauchen wir noch mehr von diesen geile Magma Engines, und da würde ich noch ein paar herstellen von. Holz brauche ich. Holz. Holz habe ich hier reingeschmissen, genau. Holz. Ich brauche Cobblestone. Ich brauche Eisen. Ich brauche Whetstone. Das haben wir alles. Eisen, Whetstone, Holz. Und Kübelstone. So, 4, 5, 6, 7. Ach, der haben wir mal 8 Stück. Ich muss ja bedenken, dass ich auch noch von den Kolben welche brauche. Dann so. Silber in der Mitte. 8 Kölbchen. Jetzt brauche ich noch 16 Zahnräder. Und um 12, da haben wir ja noch hier welche. So, so, so. Habe ich aber nicht genug davon. Oder? Nee. Einer fehlt. Nein, das ist doch Shitty. Naja. Kann man nichts machen. Und wir können doch was dagegen machen. Ich habe nämlich mal einen hier. Geil. So. Das ist doch geil. Dann kann das hier weg. Das kann dahin. Das brauche ich nicht. Das, das, das. Ja, und sonst noch was? Nein. Ah doch, wir müssen davon jetzt welche herstellen. Wir brauchen. Was brauchen wir denn dafür? Wir brauchen das Lead-Ore und Elektrum. Das kann das hier nämlich alles weg. Habe ich schon die Kolben hergestellt? Da hatte ich, glaube ich, schon welche für gemacht, oder? Bin ich jetzt hier wieder zu weit im Verlauf? Ich meine, ich hatte doch gerade noch welche. Ach, da sind es schon 5 Stück davon. Der fünfte ist da hinten. Hier, danke. Ja, jetzt können wir sogar, was wir das da machen. Ich habe ja noch so viel Erz hier drin. Die werde ich jetzt alle verbrauchen. Fangen wir hier mit an. Das ist kommt in den Ofen. Das kann aber rein und das kann auch da rein. Und Eisenerz ja auch. Dann kommt das hier schon mal weg. So. Sollten wir unsere Ruhe haben. Zumindest irgendwo die Energie hingeht. Weil da ist, wie viel ist da noch drin? Ja, 26 Holzkohle, aber. Kannst du ja verbrauchen. Ist ja nicht so das Tragische. Habe ich denn jetzt noch LED? LED als habe ich so schon. Okay. Die Kolben und Elektron. Elektron habe ich. Mehr brauche ich, glaube ich, auch nicht. So. Diet. Diet. Und das eine. 5 Stück. Danke. Dann kann das nämlich weg. Ich kann eine Energiezelle austauschen. Ich brauche das. Ich muss hier eine austauschen. So habe ich keine Schwierigkeiten da unten mit, dass ich halt zu wenig von diesen Zellen habe. Ich habe dann reserveweise dafür eine, ich habe reserveweise für jeden Moment gerade eine, sprich hier für Reserve. Die werde ich jetzt auch nacheinander einfach alle aufladen lassen. Lava ist hier voll, das ist super. So. Dann kommt das hier hin. So, dann kommt. Ja, dann können hier eigentlich noch welche dran. Hier jetzt können wir jetzt nochmal 1, 2 dran. Ne? 2 kommen hier noch dran. 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Werden wir mal hier eben den Schrank auch nochmal durchführen. Ja, komm, mach mal eben. So. So ist eigentlich voll Furz. Dreh dich mal richtig bitte, dreh dich mal richtig bitte. Nur noch, ne. So, jetzt haben wir 4, 8, 8, 12, 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 9, 15 Stück. 15 mal 4 sind 60 Minecraft-Joule.
Und geht rasant durch. Dann sollte ich die hier austauschen. Da brauchen wir nichts mehr machen. Und der ist ja auch gleich hier weg. Der letzte Moment, dass der hier noch läuft, kriecht zu langsam an. Und diese Energiezelle werden wir jetzt erst oben anbringen, damit wir diese pulsierenden Gatter klatschen können. So. Ja, dann. Feuermarsch, ne? So, das läuft jetzt. Jetzt haut er hier komplett pulsierende Gatter raus. Da brauchen wir, was brauchen wir dafür? 25 Minecraft Joule pro Tick. Also es geht relativ schnell, dann brauchen wir 10.000 durch. Da haben wir ja genug. Und die kann er jetzt weiter produzieren, bis wir nichts mehr davon haben. Was braucht er denn alles? Da brauchen wir pulsierende Gatter und Eisengatter und diese hier, ne? Yep. Und einen haben wir schon mal, da können wir nämlich schon mal. Ja, da können wir austauschen und oben können wir austauschen, ne? Genau. Mach aber erstmal noch fertig. Zwei Stück kannst du noch machen. Und dann müsste ich wieder diese Eisen-Whetstone-Chipsets machen und normale Gatter. Genau. Aber einen möchte ich gerne noch haben. Wenn du das hast, dann machst du hier die und die. Dann kommen wir langsam zu den anderen Sachen. Jetzt warte ich mir noch einen Moment. Ach, okay, ja. Kennt kein Mensch. So, genau, arbeite du mal da fertig. Pulsierende Gatter. Dankeschön. Und jetzt können nämlich mit dem pulsierenden Gatter so langsam die ganzen Redstone-Energie, also die Redstone-Engines hier abbauen. So, ist Lava im Tank, pumpen. Ah ne, da brauche ich das hier, brauche ich einen, den Will. Und ich glaube, der pumpt jetzt schneller, ne? Wie viel hast du noch? Ah, du hast noch was. So, der ist auch schon fast wieder voll. Kommt der denn gut nach oder nicht? Er. So. Oh, warte mal, du musst andersrum. Hallo? Du musst so rum. Wobei ich die auch so rumsetzen kann. Die laufen alle, ne? Die hinten noch nicht. Das ist aber nicht gut. Da würde ich sagen, so, machen wir das mal so und ketten das hier weg. Ah, jetzt fließt er nämlich einmal so im Kreis. Das wäre ja auch, das ist eigentlich auch dumm hier. Hätte man das hier oben so gehen können. Hier drauf. Ja, ist auch dumm. Oder hier drauf. Ist es so. Dann komme ich aber auch da in Schwierigkeiten. Da hat der nämlich auch keine mehr. Ja, ist doch alles blöd hier. Hauptsache, der pumpt da jetzt Energie raus. Yep. So, Slips. Hier kannst du haben. Guten Tag. Aber dann hier so. Können wir einen vollen Block hinsetzen. Ich habe jetzt keinen Bock, da irgendwo noch einen Slip herzuholen. Ist auch egal. Ist ja nur so eine komische Zwischenetage. Läuft das nämlich hier. So. Ist ja fast schon wieder die Folge zu Ende. Ich glaub's nicht. Ja, gut. Der füllt da oben. Der ist da jetzt auch am Arbeiten hier. Also, das ist eigentlich relativ geil jetzt. Dann müssen wir nämlich oben noch bei den Eindingern die ausschalten. Wie viel hast du denn mittlerweile? Weil ich muss ja auch noch normale. Genau da. Das fehlte mir. Und hier wollte ich sie austauschen eben. Und hier austauschen. Dankeschön. Dann so. Ah ne, müssen wir so, so, so machen. Ist Liquid im Tank. Pumpen, du hast noch Liquid im Tank. Was registriert er denn da? Ah ne, da muss ich was anderes. Hast du Arbeit? If you work. Ressourcen. Hast du Arbeit? Der hat Arbeit, ja. Was kann man denn einstellen? Empty Inventory. Hast du Items im Inventory? Nee, das bringt ja auch nichts. Space Inventory, Inventory full. Empty Tank, Liquid im Tank, Space im Tank, Tank full. Ich glaube, Tank full ist das immer, was ich eingestellt habe. Hier auch, ne? Was anderes würde mir nicht einfallen. Tank full, dann soll er pumpen. So, dann können diese Energieleitungen hier weg.
Die werden nämlich von unten geführt. Die Sachen werden nach dem Mittel, also so ausgerechnet, dass es in der Mitte mit so einem Liquid Tesseract weggepumpt wird. Direkt da rein. So, Eisenchipsets, komm hier. Nimm mal das. Pulsierende Gatter. Mach so lange du lustig bist, fertig alles. Gut. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, wie viel Unimeter wir noch haben. 17 Stück, ja, ist auch nicht viel. Ist aber nicht mehr das meiste. Dann können wir nicht direkt damit arbeiten. Der läuft. Das läuft. Meine Güte, immer schön das 6 und das 6. Shiny Metal. Ja gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hin. Bis dahin, euer Flashdolt AP und tschüssen.